Am 25. Februar überträgt München TV die große Profi-Boxgala aus München aus dem Audi-Dom. Unter anderem werden dort kämpfen der Weltmeister im Halbschwergewicht Shefard Yusufi, Münchner Kind, er will seinen Titel verteidigen. Und es ist die Rückkehr von Robin Krasniqi. Er war schon Weltmeister, dann wurde ihm der Titel genommen in einem Kampf, dessen Urteil sehr, sehr fragwürdig war. Und Robin hat sich jetzt vorbereitet, hat sich dazu noch einen Ex-Weltmeister an seine Seite geholt. Und die beiden werden dann die Hauptkämpfe des Abends austragen, Robin Krasniqi und Shefard Yusufi. Und wir haben beide im Vorfeld besucht und mal reingeschaut, wie es beim Training läuft. Wir befinden uns hier auf 4000 Meter Höhe, simuliert. Denn das Ganze hier ist eine Trainingskammer, eine sogenannte Hypoxiekammer. Und in der bereiten sich eben Leistungssportler vor auf die nächst anstehende größere Herausforderung. Und unter anderem auch Shefard Yusufi, der hier, etwas boxeruntypisch, am Ruderergometer gerade von seinem Trainer, von Alfred Segerer, betreut und angetrieben wird. Jetzt weiß ich gar nicht, wem ich überhaupt die erste Frage stellen kann. Shefard pumpt ganz schön vor sich hin. Ich mach's trotzdem. Ich hocke mich hier runter. Wie ist es denn? Rudern? Ist das so eine spaßige Sache? Nee, das ist anstrengend. Und sogar in diese Höhe von 4000, das macht viel aus. Also ist anstrengend. Also ich merke ja den Höhenunterschied noch nicht. Okay, ich bin aber erst ein paar Sekunden hier drin. Wie oft geht ihr so in diese Höhenkammer und vor allem, wie lange ist dann das Training hier? Also wir sind jeden Tag hier, eine Stunde. Wir laufen, Crosswalker, Rudern, wir machen alles hier. Das Ganze unter der Aufsicht von Alfred, du darfst gerne ein bisschen weiter hier machen. Und ich schaue mal, dass ich mich gefahrlos am Ruderer vorbeischlänge. Alfred Segerer, der von vielen als der Fitnesspapst oft bezeichnet wird. Und das ist noch eine schmeichelhafte und völlig untertriebene sozusagen Bezeichnung. Nee, du bist seit so vielen Jahren, auch mit den Profiboxern, immer wieder am Arbeiten. Seit wann setzt du auf solche Sachen wie Höhentraining? Schon immer, weil das ist einfach der Unterschied zwischen einem Weltmeister und einem Amateur. Und der Weltmeister erlernt dann hier noch Folgendes, denn Shefard ist der Weltmeister und um seinen Titel wird es ja gehen dann am 25. Februar, wenn er in München kämpft. Muss der anders jetzt noch gefordert werden? Muss der auch mit seinen 33 Jahren mittlerweile anders trainiert werden? Ja, der letzte Kick ist einfach das Höhentraining auf 4000 Meter. Es hat eigentlich kein Mensch, sondern wir machen das sehr intensiv und es ist auch mein Leckerbissen und das kann ich den Shefard eigentlich nur so anbieten, dass er Weltmeister bleibt. So, dann lass ihn mal hier ordentlich wieder dran ziehen und vor allem treib ihn mal ein bisschen an. Jetzt wollen wir mal Shefard in Action High Speed rudern sehen. Ein sehr großer Teil in der Vorbereitung auf einen Profi-Boxkampf ist das Konditionstraining. Und der Klassiker schlechthin, Laufen. Kennen alle aus jedem Rocky-Film, nur damals die Treppen rauf, dann etliche Runden durch Philadelphia. Wir sind hier in Philadelphia, wir sind in München nach wie vor. Shefard hat schon ganz andere Tempoläufe gerade hinter sich, hat Sprints gemacht hier auf diesem speziellen Laufband. Jetzt ist es eher ein Ausklingen. Ist das jetzt schon der Entspannungsteil? Jetzt die Entspannung. Wir haben vorher Sprinte gehabt, bis 25 Gramm und hat gut geklappt. Wie viel Anteil hat Ausdauertraining in der Vorbereitung? Ist es mehr am Anfang, so eine Art Grundlage und dann wird mehr geboxt oder bleibt es immer dabei? Viele haben da keine Vorstellung. Also das bleibt fast bis Kampf. Und bist du täglich jetzt am Laufband oder bist du eher draußen? Vor allen Dingen, was gefällt dir besser? Also, gefällt mir draußen besser, aber in diesem Wetter wollen wir nicht in Risiko gehen, dass wir nicht erkälten. Und wir machen nicht nur Laufband, wir machen auch andere Training, Rudern und auch viele andere Sachen. Aber heute haben wir im Plan gehabt, der Sprinte, 25 km/h. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Ich bin in Topform. Jetzt müssen wir mal den Trainer noch mal rüber bitten. Alfred, komm,
gesell dich auch noch mal ran und wir können es wunderschön, wir können es hier verstecken beide hinter dem Laufband, ja, weil dann kannst du deinem Schützling auch ins Gesicht schauen. Beginnt ihr mit immer einem recht lockeren Training, so weiß ich, 6, 8 Wochen, bevor dann der Kampf ansteht und du baust es Schritt für Schritt auf? Also jeder Kampf muss einzeln vorbereitet werden, aber insgesamt sind wir schon 5 Jahre zusammen und er ist in diesen 5 Jahren gewachsen. Also man kann jetzt nicht von heute auf morgen 12 Runden boxen, sondern es geht über Jahre, diese Entwicklung. Und jetzt ist halt eine spezielle Entwicklung für die 12 Runden, deshalb die 40 mal 30 Sekunden 25 km/h mit 10 Sekunden Pause. Das ist so intensiv, wie eigentlich keiner trainieren kann. Braucht ein Kämpfer, der jetzt dann so wie Sheppard über 30 ist, er ist jetzt 33 Jahre alt, ein anderes Ausdauer, ein anderes Grundlagentraining? Nein, auf keinen Fall. Das Alter ist nicht entscheidend, sondern die Motivation und der Ehrgeiz. Er muss brennen und wenn er brennt, dann macht er das Training quasi so, wie ich es ihm vorgebe und das Alter spielt überhaupt keine Rolle. Dann lauf du mal weiter, bis gleich. Es gibt Übungen in der Vorbereitung der Boxer, die sind bei den Sportlern recht unbeliebt, beim Trainer dafür stehen sie umso höher in der Liste und das eine davon ist das sogenannte Medizinball-Schocken. Höllisch laut, werden wir gleich erleben. Alfred, was macht es aus? Weil einfach nur so ein Medizinball hin und her werfen klingt eigentlich wie Training in den 70er Jahren. Nee, wir machen die letzten 3 Wochen Medizinballtraining wegen der Schnelligkeit, wegen der Schlaghärte und die Beinarbeit gehört dazu und die Schnelligkeitsausdauer wird dadurch trainiert. Der Medizinball ist wie schwer und muss wie oft gegen die Wand geschmissen werden. Freude natürlich für die anderen Leute im Haus. Ja, also Medizinballtraining machen wir normalerweise 45 Minuten. Da werden schon 1000 Stöße produziert. An Kalorien, was geht da verloren? Ja, 3000. Okay, dann darfst du, Stefan, das Kommando geben. Ich darf zum Glück mich zurückziehen und wir werden jetzt den Weltmeister erleben. Für Sheppard Yusufi wird sein 43. Kampf seine 2. Titelverteidigung als Weltmeister. Das Ganze dann eben am 25. Februar im Münchner Audi Dom. Dort ist er dann einer der Hauptkämpfer. Und für diese Titelverteidigung steht der Gegner nun endlich fest. Ein Argentinier wird es werden. Ebenfalls so wie du, 33 Jahre alt. Hernán David Pérez hat aber nicht mal die Hälfte an Kämpfen wie du. Ich glaube, er hat nur 16 Profikämpfe. Was heißt das? Du bist viel erfahrener, du bist Weltmeister, du bist in der Favoritenrolle? Ja, ich habe mehr Erfahrung, mehr Kämpfe. Ich bin oft Weltmeister und ich boxe auch zu Hause. Was ist für dich eigentlich so passiert in dem Moment, in dem du Weltmeister geworden bist? Das war im April 2022. Du hast dir damit natürlich einen Karrieretraum erfüllt und auch einen langen Weg ja schon zurückgelegt. Du bist ja schon seit 2010 Profi. War der Gipfel erreicht? Also noch nicht. Ich bin, wie gesagt, in allen 4 Verbänden Weltmeister werden, die größten Verbände. Und natürlich will ich auch eine richtige Weltmeister schlagen. Der Schritt ist dann aber erstmal diesen Kampf zu gewinnen. Gibt es eine Langzeitplanung darüber hinaus für 2023, vielleicht schon für einen Titelvereinigungskampf mit einem Weltmeister der anderen Verbände? Habt ihr sowas schon als großen Plan? Also wir haben schon ein bisschen geredet, aber erstmal will ich konzentriert in diesen Kampf, in 25. Februar. Wenn das gewinne ich, dann wir reden schon für andere Kämpfe. Ich will erstmal den gewinnen und dann den Rest.
Was ist jetzt anders? Weil jetzt kommst du als Letzter in den Ring. Weil jetzt wird immer der Weltmeister, kommt dann, sein Herausforderer wartet auf ihn. Und du hast 42 Kämpfe schon gemacht, bist seit so vielen Jahren als Profiboxer dabei. Was hat sich verändert in dieser Zeit für dich? Also ich habe mehr Erfahrung. Also ob ich Erster oder Zweiter in den Ring, das für mich ist egal. Hauptsache, dass ich gewinnen und dass ich meinen Job alles gut gemacht habe. Gute Training, gute Vorbereitung, das ist mir wichtig, um den Kampf zu gewinnen dann. Was treibt dich noch an? Fast täglich die Boxhandschuhe anzuziehen. Täglich, egal ob mit einem Trainer unterwegs zu sein, ob Ausdauertraining zu machen, dann boxspezifisches Training zu machen. Woher kommt die Motivation? Den Wille. Ich habe den Wille, Weltmeister zu werden. Und ich habe was versprochen um meinen Vater. Das will ich schon erreichen. Das war wann und wie war dieses Versprechen? Dein Vater ist leider schon verstorben. Er hat auch nicht mitbekommen, dass du Weltmeister geworden bist. Aber ihr hattet mehr oder weniger schon über lange Zeit einen Pakt, glaube ich, miteinander, eine Abmachung. Ja, ich habe ihm gesagt, dass ich Weltmeister werde. Ich bin schon Weltmeister geworden, aber ich will noch, wie gesagt, große Verbände. Das will ich auch schaffen und bin voll überzeugt, dass ich schaffe schon. Ich habe ein gutes Team, den Hastroli als Manager, gute Trainer, meine Familie unterstützt. Das ist wichtig für mich und ich muss nur trainieren. War das jetzt nochmal ein ganz großer Schritt für dich? Nochmal ein neues Team, neues Management, auch mit anderen Trainern vielleicht zusammenzuarbeiten, aber auch eine Sache, die dich absichert, wo du merkst, das ist jetzt endlich der Punkt, da wolltest du immerhin als Profi, dass du dich auf das Boxen konzentrieren kannst und andere übernehmen, alles was drumherum ist. Also ist sehr wichtig, weil ich bin auch sehr dankbar, die, was mir vorher geholfen haben. Und jetzt natürlich, das wird immer besser. Jetzt habe ich den Hasroli, der kümmert an alle anderen. Ich muss nur trainieren, sonst habe ich keinen anderen Job. Nur trainieren, das ist für mich. Und Boxen. Am 25. Februar bei der Profi-Box-Gala im Audidom. Riesenhalle. Du hast schon einige Male vor großem Publikum gekämpft. Hast deinen ersten Anlauf für einen Weltmeisterschaftskampf in England gemacht. In einem Stadion gegen Billy Joe Saunders damals geboxt. Der Kampf ging damals verloren. Ist das für dich noch beeindruckend, wenn du dann so eine Halle betrittst und da sind 6.000, 8.000, 10.000 Leute? Ist bisschen anders, weil es ist das erste Mal, dass ich in einem großen Publikum boxe, in meiner Heimat, also in München, wo ich trainiere. Das sind alles meine Publikum, das ist natürlich ein bisschen anders als in England. Ist andere Motivation, aber wie gesagt, ich konzentriere mich an meinen Kampf, dass der Publikum zufrieden ist mit mir. Nicht umsonst, dass die kommen. Shepard, macht weiter, bereite dich gut vor. Damit dann alles passt am 25. Februar, wenn es dann heißt Profi-Box-Gala. Mit ihm als einem der Hauptkämpfer und mit noch einem anderen, der zurückkehrt. Und gefühlt und darüber hinaus ist er eigentlich der wahre Weltmeister. In der heißen Phase der Vorbereitung hat Robin Krasnitschi sogar noch den Trainer gewechselt. Und recht frisch ist noch die Zusammenarbeit mit einem seiner früheren Gegner, einem Weltklasse-Boxer, ehemaligen Weltmeister, mit dem er jetzt zusammen hier noch an den Feinheiten dann feilt, nämlich mit Jürgen Bremmer. Und die beiden müssen natürlich schauen, dass sie jetzt sozusagen das bisschen was noch rauszuholen ist, schmieden. Jürgen, servus erst einmal. Hallo. Sehr erfreut bin ich, dass du hier bist, fast ein bisschen überrascht, weil es kam ja doch sehr schnell dann noch die Zusammenarbeit in diesen wirklich abschließenden Tagen. Wie hat es sich ergeben, dass du jetzt mit Robin zusammenarbeitest? Ja, ich muss sagen, wir hatten schon vorher Kontakt, da konnte ich leider nicht, aus geschäftlichen Gründen. Aber er wollte unbedingt noch, dass ich ihn die letzten 3 Wochen unterstütze, das mache ich hiermit. Und ich glaube, wir können noch ein bisschen was rauskitzeln. Also ich habe schon eine Menge Sachen gefunden, die man vielleicht nicht alle in 3 Wochen abstellen kann, aber zumindest zum Teil. Wir können gleich noch darauf eingehen, an was du mit ihm gearbeitet hast und arbeiten noch möchtest. Aber wie ist das erstmal? Ihr habt ja nur beide gegeneinander gekämpft. Ja? Da ging es damals um den Titel. Du hattest die Nase vorn, hast ihn behalten. Ist das erstmal ein bisschen komisch, wenn man einen Anruf von einem ehemaligen Kontrahenten bekommt, der sagt, du pass auf, du musst mir jetzt helfen? Nein, eigentlich nicht. Wir sind ja Sportler und wir haben das sportlich im Ring geklärt. Aber alles andere ist natürlich, wir sind freundschaftlich miteinander verbunden. Wir haben auch mal zwischendurch Kontakt gehabt häufiger und dementsprechend ist das eigentlich jetzt nichts ganz so Besonderes.
Wie ist es denn temperamentstechnisch? Robin ist ein südlicher Typ, hier in München lang gelebt, war in Magdeburg, du bist hier als Mecklenburger. Manche sagen ja ein bisschen die wortkarge Variante, wobei du ja auch sozusagen in deiner Karriere auch heiße Phasen hattest. Wie arrangiert ihr euch da beide so? Wenn ich Schwede wäre, dann wäre ich auch ein südlicher Typ, sage ich immer, ne? Vom Pol aus gesehen bist du als Schwede südlich, aber von München aus gesehen ist alles nördlich hier. Ja, ich sag mal, München könnte auch die Mitte sein und dann sind südlich andere. Aber nein, natürlich bin ich wahrscheinlich ein bisschen ruhiger und ich sehe, ich sag mal, manchmal ist weniger mehr, gerade in der Wortwahl, aber ich glaube, wir haben eine Basis. Robin hat ja auch viele Magdeburg und da sage ich, da ist ja auch nicht, die sind ja auch nicht so heiß Temperament. Die Leute aus der Börde. Lass uns mal rüber gucken. Jetzt im Augenblick trimmt er sich noch, macht Athletik-Sachen. An was habt ihr gearbeitet, als du gekommen bist? Was war so das Erste? Musstet ihr erstmal so ein bisschen Vorgespräch machen, so ein bisschen ja auch warm werden miteinander? Naja, also allererstes habe ich mir natürlich erstmal das Training angeschaut. Wir haben einfach den ersten Tag so gesehen, wie er den normal ablaufen lässt. Und da erkennt man dann schon eine Menge, woran man, also ich persönlich viel mehr arbeiten möchte und das machen wir jetzt auch. Ich stimme mich eigentlich immer mit einem Sportler ziemlich klar ab, was meine Vorstellung ist, was seine ist und dann sagen wir, okay, ich sehe da ganz große Defizite, da müssen wir unbedingt noch was machen. Und man muss halt sehen, in 3 Wochen kannst du jetzt nicht das Rad neu erfinden, aber man kann schon gewisse Sachen an gewisse Stellschrauben arbeiten, Boxerische, die bisschen die Feinheiten, ich sag mal das Feeling zu verbessern für den Kampf und da arbeiten wir jetzt dran, intensiv. Wird auch eine kleine Umstellungssache sein, aber wir probieren da so die Waage hinzukriegen, dass ihn das sehr, sehr fordert, aber auch fördert. So, Robin in seiner Karriere war immer ein guter Athlet, immer fleißig. Ich glaube, Disziplin ist das, was ihn am meisten mit auszeichnet. Von daher, du bist ja wahrscheinlich gekommen und hast gesagt, okay, die Basis, da muss ich nicht mehr viel dran rütteln. Das ist alles gegeben, auch schon durch die Jahre davor. Und das macht Robin auch selbstständig. Jetzt geht es wirklich darum, wie du gerade gesagt hast, noch an den kleineren Sachen zu feilen. Ja, und dann muss man ihm erstmal verständlich machen. Hey, pass mal auf, da bist du noch nicht gut. Und wie nimmt er das auf? Ach, ganz gut. Er nimmt die Tipps eigentlich gut an. Wir arbeiten ja jetzt schon seit, ich sag mal, 2 Tagen intensiv dran. Und es gefällt mir ganz gut. Ich glaube, wir werden da schon noch was rausholen. Und ich freue mich auf den Kampfabend. Was erwartest du denn generell von, nicht nur von diesem Kampf, auch von seinem Gegner, sondern auch von dem Standort? München hat selten große Boxabende gehabt. Das ist wirklich, ich glaube, der letzte, wenn man in der Größenordnung hatte, der so war dann der Kampf damals von Klitschko gegen Chisora in der Olympiahalle, jetzt dann im Audidom. 7000 Zuschauer werden sicherlich da sein. Also es wird eine riesen Geschichte, volle Bude. Ja, ich habe ja auch schon mal vor etlichen Jahren in München geboxt, da hieß das, glaube ich, noch Premiere. Die Älteren unter uns erinnern sich, ich sag mal, an die Ausstrahlung und an dich sowieso als Kämpfer, klar. Ja. Ich glaube, das Abo habe ich immer noch. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen dran, dass hier Boxen allgemein keine Sportschule hier existiert. Ich glaube, die einzige hier im Süden oben ist, glaube ich, Heidelberg. Das hat natürlich alles was damit zu tun. Bei uns ist natürlich geschichtlich, ihr gesehen, Schwerin einer der erfolgreichsten Boxclubs auf der ganzen Welt. Amateurbox, wir haben etliche Olympiasieger, Weltmeister und hervorgebracht. Und ich glaube, um sowas aufzuholen, da braucht es ein paar Jahre, um da, ich sag mal, den Nachwuchs zu motivieren. Und ich glaube, bei uns ist das Umfeld und die Struktur ist einfach schon gegeben aus alten Zeiten, dass da natürlich der Sport ein bisschen mehr im Fokus steht, wie hier in München. Du hast auch lange gekämpft, hast eine Karriere wirklich ausgereizt, so lange wie es ging. Robin wird 36. Ist das ein Alter, wo du merkst, okay, wie lange kann er sich noch da so auf diesem Level bewegen und was kann man noch so dann machen mit ihm? Ja, ich glaube, das kann man erst nach dem Kampf sehen, also was jetzt drauf ist, was noch drin ist. Und aber wir sehen jetzt in der Weltspitze, sind alle Leute irgendwie 38, 39, 40, Golovkin 41
Lara ist, glaube ich, mein, der ist 44, 43, also es ist, ich sag mal so, also 76 bis 82 waren extrem starke Jahrgänge, was das Boxen angeht. Und goldene Generation, könnte man sagen. Kann man sagen, aber jetzt kommen auch gute Leute wieder nach. Also es gab so ein bisschen so eine Flautezeit, wo der Nachwuchs nicht ganz so stark war. Aber das kommt jetzt wieder, aber die brauchen noch ein paar Jahre. Und dementsprechend sind, ich sag mal, meine Jahrgänge noch oben in der Weltspitze dran. Hat Robin mal so als Spaß vielleicht noch reingeschickt, dass er sagt, du pass auf, wenn ich den Kampf hinter mir habe, du weißt ja, wir haben noch was zu klären. Da war ja mal eins, das Rematch steht noch an. Also musst du selber vielleicht noch mal ran? Dann müssen nicht, aber ich bin für alles offen. Okay, die Fightcard für die nächste Veranstaltung schreibt sich gerade von ganz allein. Dann schauen wir mal noch ein bisschen zu, wie er sich hier jetzt erstmal nur noch dehnt. Der, ich weiß nicht, der große alte Mann im Ring, ist vielleicht ein bisschen zu früh gesagt. Ja, kommt drauf an. Ne? Also als 50-Jähriger, wenn das ein 50-Jähriger sagt, würde ich mir es nicht gefallen lassen. Wenn das ein 25-Jähriger sagt, da kann man, ja okay, alter Mann, kann man verstehen. Und nun muss er selber was sagen. Der Mann, der angepriesen wird und natürlich auch von vielen einfach nach wie vor so gesehen wird, der Weltmeister ist, Robin Krasniqi. Im Augenblick, ich versuch's gar nicht erst, A, weil es die Hose sprengen würde und B, glaube ich, in während der Alterserscheinung. Robin, es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Kampf, aber es wird ein Kampf nach einer langen Zeit, nach einer langen Ringpause. Können wir schon drüber schreiben, Comeback? Ja, auf alle Fälle ein starkes Comeback, also erwartet. Ja, ich freue mich, es ist eine lange Zeit und es hat schon gefehlt, auch in dieser Zeit zu boxen. Und ich habe das sehr vermisst. Und ja, jetzt mit neuen Zielen, neue Projekte. Und ich freue mich endlich mal wieder in München. Vor allem München ist ja mein Zuhause. Es war immer ein Traum, vor allem so eine große Gala zu boxen. Ich freue mich riesig, wo ich auch an Hasroli mich bedanken muss, dass er das wirklich möglich gemacht hat mit Audi Dom. Es ist wirklich ein starkes Team jetzt und auch starke Ziele und ja, freue mich auf das Comeback. Und vor allem Teamveränderung, das ist sicherlich nicht das erste Mal in deiner Karriere, dass ein neuer Trainer dazukommt, aber jetzt mit Jürgen Bremer, einem, mit dem du dich ja schon im Ring auseinandergesetzt hast. Und Jürgen grinst so nach dem Motto, ja, wahrscheinlich damals war er glücklich, dass er sagt, okay, damals habe ich gewonnen, heute weiß ich nicht, wie es ausgehen würde. Aber war das so im Hinterkopf, dass du gesagt hast, du brauchst auch für diese Rückkehr nach fast anderthalb Jahren nochmal irgendwie eine andere Art der Vorbereitung? Also es ist ja so gekommen, Jürgen war vor allem für Boxen ist ja immer noch ein Vorbild für allen. Der hat das Boxen so viel getan und seine Erfahrung hat keiner hier in Deutschland. Und natürlich für große Ziele war auch für mich sehr wichtig, nur das Beste von alle Besten zu kriegen. Und du musst dich jetzt so vielleicht schleimen, nur weil er nimmt. Der wird dich sowieso in den nächsten Tagen im Training schinden. Also es wird nicht viel schlimmer. Das ist für mich auch sehr wichtig, wirklich, weil ich auch viel gesehen in meinem Leben habe durch das Boxen. Ich boxe auch seit 18 Jahren und auch vieles gesehen. Und natürlich, ich freue mich, dass es geklappt hat. Vor allem mit Jürgen. Vor 8 Jahren standen wir als Gegner, heute als Team. Und ich freue mich, dass er bereit war, wirklich herzukommen und natürlich mir das weiterzugeben, das, was er kann. Ich bin auch, wie gesagt, noch hungrig. Ich will noch an mein Ziel wiederkommen. Und ja, ich freue mich auf Zukunft, weil es ist schon eine ganz interessante Sache, vor allem mit einem wahres Champ zu trainieren und auch von ihm zu lernen. Also es kommen schon ganz, ganz große Sachen jetzt. Auf was legt er denn Wert? Was war gleich von Anfang an klar, wo setzt er an, wo du vielleicht gesagt hast, ach so, hoppala, ist mir gar nicht klar gewesen. Naja, bei ihm, also die ersten 2-3 Minuten, wenn wir am Pratzen gearbeitet haben, es ist der Unterschied natürlich von vielen anderen Trainern, was auch die sehr, sehr gut meinen, aber der hat viel im Ring erlebt und er gibt das, was er erlebt hat oder das, was man braucht, diese Mittel halt, diese Situationen, was man da braucht, weil oft ist ja die Grundschule, ist ja die Boxschule, aber ich bin schon so weit und der gibt gleich sofort das Futter, was man im Ring halt braucht, von dieser schwierigen Situation, von das zu kontern, also die kleinen Fehler, was eigentlich das fast selten Leute sehen, aber der hat das schon drauf, der hat Auge dafür und keiner kann so gut wie er. Und du hast schon gesagt, du planst nochmal Großes, du willst nochmal Großes und das ist natürlich klar, du willst von deinem Gefühl natürlich deine WM-Titel zurückhaben. Ist das in der Zeit vom Oktober 21, wo der Kampf war,
wo du als Verlierer leider gewertet worden bist, bis jetzt der Antrieb gewesen zu sagen, nee, also da ist noch was, das muss ich gerade rücken, weil ich bin auch gefühlt der Weltmeister. Ja, also in meinem Kopf bin ich ja immer noch der Weltmeister und für mich war eine sehr traurige Zeit, weil die ganze Welt hat es gesehen, dass ich halt der wahre Sieger war an dem Abend. Da waren nur 5, 6 Leute an dem Abend, war der Promoter und war der Verband von BDB, also die 3, 4 Punktrichter, die waren, die das gesehen haben, also den Bösel als Sieger, was sehr, sehr traurig ist für das Boxen halt hier in Deutschland. Aber trotzdem, ich möchte zurückkommen, da wo ich gelassen habe. Und an meinem Körper spüre ich noch ganz viel. Es ist auch schade, jetzt sagen wir mal, zu lassen, weil ich habe lebenslang gearbeitet, um da zu sein, jetzt wo ich heute bin und das zu präsentieren, was ich heute kann. Aber ich denke, die nächsten 2, 3 Jahre noch habe ich noch ganz viel Power. Und ja, da möchte ich noch mich vom Feinsten präsentieren. 18 Jahre Profiboxen, 18 Jahre Karriere, 18 Jahre immer wieder Vorbereitung und immer wieder Kämpfe, Erfolge, du hast viele Titel gewonnen, musstest aber auch Niederlagen, Rückschläge hinnehmen. Was spürst du denn so jetzt gerade? Weil die Zeit geht auch an dir nicht eben vorbei und irgendwo ist dann vielleicht auch ein Punkt, wo du vielleicht mal merkst, okay, ein paar Sachen klappen nicht mehr so wie früher, dafür anderes, weil der Kopf ganz anders ist. Also momentan, so sagen wir so körperlich, fühle ich mich noch fit, wo ich auch dafür mich wirklich bedanken muss beim Sepp Maurer, weil mit ihm arbeiten wir seit 11 Jahren, also die Grundlage und die ganze Physiotherapie und alles hat er im Griff mit Ernährungsplan, alles drum und dran. Also die Energie ist schon da und solange ich das spüre, dass die Reflexe da nicht sind oder dass irgendwas weh tut, also höre ich ja sofort auf. Ich möchte dann meinen Körper schonen und natürlich nach einer Karriere gibt es auch eine andere Karriere. Ich bin auch ein, wie gesagt, auch jetzt ein Familienmensch und ich bin seit 5 Monaten auch Vater geworden. Für mich ist das Schönste, was es gibt. Und ja, auf meine Familie auch zu kümmern und danach gibt es auch 1000 andere Sachen, was ich machen kann. Nach der Karriere. Also nach der Karriere habe ich auch ganz viel zu tun und ich freue mich auch auf diese ganz neue Ziele. Also bevor dann die Zeit mit Frau und Sohn dann sozusagen im Mittelpunkt steht, ja, gibt es jetzt nur den Kampf, 25. Februar, das Datum ist fix, Audidom, du hast es schon gesagt, große Halle. Wir können es natürlich nicht umgehen, wir müssen ja über einen Gegner reden, den du dir selber so ein bisschen schon ausgeschaut hast, überlässt du es dem Coach. Oder bist du einer, der sagt, ich habe so viel Erfahrung, ich muss gar nicht erst gucken, wie der ist. Ich mache nur mein Ding. Das darf man also keinen Gegner unterschätzen. Immer auf alle Fälle ein paar Kämpfe anschauen. Also er ist schon ein Arbeiter, ein sehr starker Arbeiter. Aber als Jürgen da war, habe ich sehr gerne die Aufgabe an ihm weitergegeben. Und er hat die Augen schon sofort, er hat sofort gesehen, auch wo seine Schwächen sind und auch was er mir für eine Aufgabe gibt. Und ja, es klappt vor allem in dieser kurzen Zeit. Sofort spüre ich, dass ich das sofort lernen kann. Und ich arbeite sehr gerne an meiner Aufgabe. Und vor allem auf so einen Mann wie Jürgen Bremer, wo er mir die Aufgabe gibt, da arbeite ich ja, bin bereit Tag und Nacht, weil, wie gesagt, das ist ein großes Ziel. Ich möchte ein tolles Sieg mitnehmen am 25.02. Ich möchte, dass da wirklich tolle Stimmung und ja, dass wir als Sieger rausgehen. Und ist auch vielleicht schon im Hinterkopf, weil bei dir merkt man, da sind auch schon Pläne da. Ja. Da sind Schritte da, die du dann weitergehen willst. Ist angedacht, dass dieses Team Krasnitschi Bremer nicht nur einmal, sondern vielleicht regelmäßiger dann zusammenarbeiten wird? Also beim Beruf, vor allem in dieser Weltspitze, man kann auch nicht 4, 5 Mal im Jahr kämpfen, aber dass wir sagen, okay, 2 Mal im Jahr, es ist schon sehr, also gut möglich, muss man auch mit Jürgen, natürlich ist das Ziel, dass wir auch andere Kämpfe zusammenarbeiten und würde ich auch sehr, sehr, sehr gerne, aber er ist auch geschäftlich viel unterwegs, er hat auch Familie, hat sehr viel zu tun und wir müssen halt uns einigen, wo wir mal trainieren können. Wenn er schafft hier, es wäre super, aber mal 1, 2 Wochen, dass ich auch mal rüber. Aber wichtig wäre, dass wir trotzdem für die anderen Kämpfe auch mal zusammenarbeiten. So ist das Ziel. Mal schauen, weil natürlich die anderen Sachen haben auch natürlich schon Priorität. Aber trotzdem für große Ziele lassen wir für das Boxen ab und zu vieles auf die Seite. Okay, für diese Datum kann man noch Augen zu machen, machen wir noch einen Sieg mitnehmen. Und ja, aber wir haben noch was vor. Wir sind gespannt drauf. Erstmal auf den 25.02. Vielen Dank. Ihr könnt jetzt noch weitermachen, je nachdem, was noch zu tun ist heute oder ob er jetzt sozusagen nur noch das Schlussgespräch Boxer-Trainer dann macht. Und
Ja, 25.02. Dann sehen wir es. Dann zeigen wir es bei München TV, die Profi-Box-Gala aus dem Audidom mit dem Hauptkampf eben von Robin Krasnitschi, mit eben auch Shefhat Yusufi, der dann seinen WM-Titel verteidigen will.